Es gibt noch eine Sache, darüber habe ich Anfang dieses Jahr angefangen zu reden, Vergewaltigung erlebt habe, weil es ist durch mir eigentlich, durch mich auch bekannt geworden. Ich habe einen anderen Freund erzählt, wobei mein Freund hatte mir gesagt, bitte mit niemandem darüber zu reden. Ja. Ich habe dennoch mit einem ganz guter Freund damals von meiner Kindheit, Osman heißt der. Ich habe mit ihm geredet. Ja, Osman, weißt du, ich habe was zu erzählen. Kann ich dich vertrauen? Und er war, ja, natürlich kannst du. Ich war, ja, ich glaube, ich mag Männer. Ja, wie kommst du denn darauf? Und ich war, ja, ich habe einen gefunden. Und, ja, das ist aber nicht gut. Ja, aber ich mag das sehr und ich finde ihn auch sehr, sehr sympathisch. Er ist so nett zu mir. Und ich mag ihn. Und das war allergrößte Fehler mein Leben, dass ich ihm Vertrauen hat. So, es war nicht schön, es war gar nicht schön. Also das war noch so von der Anfangszeit, Anfangszeit. wie Sie ihn kennengelernt haben, und Sie waren so froh, dass Sie jemanden gefunden hatten und Ja. wollten das quasi mitteilen. Ja, Und und vor allem der beste Freund seit Kindheit. Seine Familie kennt meine Familie. Wir spielten auch in unsere Häuser. Ja, er war bei uns manchmal, wir waren bei ihm. Und das war alles in Ordnung. Seine Oma war so nett und lieb zu mir. Wenn er sie vergewaltigt hat, ja, dann muss er doch aber irgendwie auch bi gewesen sein oder auch, oder was? Ich habe keine Ahnung, was war das, aber das war, ja, also ich habe ihm erzählt und dann ein paar Wochen danach war dieser Eid al-Fitr, dieser Zuckerfest. Und Zuckerfest bei uns ist es genauso wie Weihnachten in Deutschland, ist alles zu. Außer große Kinos und vielleicht. Dieses Jahr nicht, leider wegen Pandemie, aber normalerweise. Und dann vielleicht auch große Märkte. Und dann ist er zu uns gekommen mit Erlaubnis meiner Mama. Ja, wir gehen ins Kino, wir gucken Film, es gibt einen neuen Film. Wir Freunde treffen uns dann danach und wir essen was. Und dann so abends um 10 Uhr sind wir wieder zurück. Und das dachte ich mir, das war okay, 18. Als 17, 18, ja. Und meine Mama war, ja, okay, aber bitte komm dann wieder zurück vor 10 Uhr abends. Also hat man bei Jungs hat man auch sehr aufgepasst, was die machen und wie lange sie wegbleiben. Ja, Ja. aber meine Mama hat das extra gemacht, weil sie wusste, was ich bin. Ah, okay. Ja, Sie hat das okay. nicht zugegeben. Sie wollte das nicht nie zugeben. Dazu komme ich auch später. Wann hat sie das eigentlich zugegeben? Und das war sehr erstaunlich für mich, dass sie hatte mich versucht zu schützen in aller ihrer Macht. Aber um zu schützen bedeutet auch zu kontrollen. Und diese Kontrolle war manchmal auch sehr übertrieben, dass ich hatte immer für Prügelei von beiden auch bekommen, von Papa und Mama, aber von ihr auch, als ich 19 war. Naja, gut. Auch damals, als ich 24 war. Aber das war die Ende. Danach habe ich ihre Hand gefasst und war so, jetzt nicht mehr. Ja, ich bin Mach das groß, nicht wieder. ja. Naja, und dann, statt ins Kino zu gehen, wir sind woanders gegangen. Ich habe ihn gefragt, ja, was ist das denn? Und er war, ja, wir müssen so Essen besorgen. Und dann da die Freunde, die haben Essen für uns gekocht. Und da hatte ich schon so richtig Angst gehabt, dass irgendwas stimmt hier jetzt nicht mehr. Okay. Dann gingen wir auch zu dieser große Lagerraum eigentlich. Es war kein Haus. Es war ein Lagerraum von Holz.
Und da gab es noch andere zwei erwachsene Männer, die waren auch verheiratet, die hatten auch Kinder, die waren auch von der Nachbarschaft. Und das war eigentlich ein Ring von fast 30 Männer und Jungs, erwachsene Jungs, nicht so Minderjährige, alle über 18, 19, 20. Und damals waren nur die drei da. Ja, ich kann nicht alles beschreiben, das bringt mich immer dann wieder so, ja, wie kann man das machen? Das verstehe ich heutzutage immer noch nicht. Wie können die Ja. Menschen sexuelle Gewalt ausüben und auch mit so viel Macht, so körperlicher Macht und auch psychischer Macht? Das war nicht schön und da hatte ich auch wiederum Ängste. Und die 4 Jahre in meinem Leben, Anfang 17 bis zu 21, Ende 20, die waren die allerschlimmste, außer mein erster Freund. Ja. Weil der war der Einzige, mit dem konnte ich mich so wohlfühlen, mit dem konnte ich so ein Richtig. bisschen so Schutzgefühl haben. Ja, ich bin Ja. beschützt jetzt. Und zwischendrin habe ich auch versucht, mich umzubringen. Das war Ja. auch. Ja, das Ja. war auch da, als ich 18 war. Ich habe Schlaftabletten einfach geschluckt, viele. Ja. Die Eltern haben das herausgefunden, war ich auch im Krankenhaus für ein paar Tage. Dann der erste Freund, ich nenne seinen Namen nicht, naja, der hatte mich auch die Frage gestellt, was war mit dir los? Ich konnte mit ihm über die Vergewaltigung und sexuelle Missbrauch nicht reden. Auch mit ihm nicht. Ja. Der war quasi mein Seelenverwandt, auch mein Partner. Ja. Wir hatten auch eine sexuelle Beziehung, eine Liebebeziehung gehabt. Wir haben einander auch geliebt, aber dennoch konnte ich darüber mit ihm nicht reden. Es war Ja. so traumatisch für mich. Ja. Vielleicht auch, weil vielleicht haben sie sich, das ist ja oft so, sich selbst die Schuld gegeben, ne? Ja, das habe ich. Das, ne? Erstens, weil sie haben das ja erzählt, sie sollten das nicht und auch, dass sowas passiert, ja? Dass sowas, weil das muss ja für sie, wie können die, das sind Männer, wieso tun die das einem anderen Mann an? Das muss ja auch in ihnen irgendwas bewirkt haben, ja? Dass sie sagen, ja? Ja, ich war durcheinander und das war auch. Die Tatsache, warum wollte ich dann auch Islam und mehr religiös werden und ich habe irgendwie versucht, dass diese Gefühle irgendwie auszutreiben, Ja. dass sie nicht mehr da sind. Aber ich mochte meinen Freund. Das Ja. kann ich nicht verleugnen. Ja, Und ja. für ihn, das war auch nicht klar. Und jetzt sage ich ihm das. Warum habe ich damals das alles gemacht? Vielleicht schulde ich ihm auch eine Erklärung, wenn wir uns wieder irgendwann sehen. Ja. Vielleicht rede ich mit ihm auch darüber. Aber der war auch durcheinander. Ja, was ist mit dir los? Du bist jetzt anders. Du Ja. wirkst auch anders. Ja. Und dieser sexuelle Missbrauch, das konnte 3 Jahre dauern, weil ich hatte Angst und ich dachte, ja, wie Sie gesagt haben, ich dachte immer, ja, ich bin schuldig daran. Ja. Und schwul, warum mag ich Männer? Deswegen haben sie mich auch bestraft. Ja. Und ich war quasi ein Sklave für die. Ja. Ja, und die waren immer so jedes Mal eine sexuelle Missbrauch ist durch eine Gruppe passiert und nicht durch Ja. einen Mann. Weil die hatten Ja. auch Angst, wenn ich auch zurück Wenn sie sich wehren würden, ne? ja, So ich vielleicht. konnte mich richtig wehren und Ja. ich bin nicht klein, ich bin auch Ja. groß. Und damals auch war ich ein bisschen so kräftiger als heutzutage, aber naja. Ja. Die waren immer in einer Gruppe. Die haben Schutz füreinander immer gehabt.
Die hatten wirklich, jetzt merke ich das, die hatten auch Angst. Ja. Und irgendwann habe ich dieser Mut gehabt, dass ich meine Mama gesagt habe, wenn der Osman wiederkommt, sag ihm, dass ich nicht zu Hause bin. Wer nach mich fragt oder was auch immer. Weil ich, mein Zimmer war so auf die erste Etage und das musste meine Mama dann immer mir sagen, ja, unten ist ja jemand für dich und kannst du bitte runterkommen. Und dann hat er mich nochmal angedroht und gesagt, ich erzähle deine Mama, dein Onkels und dein Onkel hat sowieso eine Pistole, dann sage ich ihm, dass du bist Schwuchtel und dann erledige er dich, na, ne? So in die Richtung, das bringe ich er dich um. Ich habe ihm gesagt, ja, gut, sag ihm, sag meine Mama auch, dann sage ich auch dein Vater, deine Mama und alle die anderen, ich habe alle aufgezählt, deren Eltern, was ihr alle auch darum treibt. Ja. Und dann bringen eure Eltern auch euch um. Die machen das auch. Weil wenn Ja. sie mich umbringen können, meine Eltern, meine Familie, dann das ist so schlecht, dass dann deine Familie und die Familien von den anderen, die bringen euch auch um. Und das war der Schluss. Ja. Und bis dahin haben 3 Jahre gedauert. Die konnten also 3 Jahre, konnten die mit ihnen machen, was sie wollten. Genau. Und bis sie den Mut hatten, zu sagen, stopp, Ja, nie ja und wieder. die haben viele Schaden Ja, natürlich. Ja. Aber und sie haben gekämpft. Sie sind ein Kämpfer. ja, ich, wie gesagt, mein Ja. erstes Spielzeug war ein AK-47. Ja. Ja. Bin nicht Krieger geworden, aber zumindest konnte ich kämpfen. Ja, das Und stimmt. das war nicht schön, aber das ist so sehr schwierige Zeit für mich gewesen. Und dann musste ich auch diesen Schluss, wie gesagt, ich habe Schluss mit meinem Freund gemacht und dann ging ich auch an die Uni, um weiter zu studieren, weil ich wollte nicht so ein bisschen so Hochschule, Abitur haben und danach gar nichts. Habe ich weiter studiert. Und dann gab es neue Welt für mich an die Ja. Uni. Gender, was das ist. Dann kam auch so Bibliothek, die waren so groß wie kann ich sagen, wie ein Palast. Also das war jetzt in Pakistan auf der Uni, Ja. wo sie dort war. Und da wurden sie dann konfrontiert, also damit, dass Leute das wissen, dass es Bücher gibt, wo man lesen kann Genau, darüber. genau. Das, ja, das ist Das war aber so. auch erstaunlich, dass es das dann, na, das ist ja wie eine andere Welt, wo sie praktisch reingekommen Ja, sind, genau. plötzlich. Ja. Bis zu Abitur, es war so alles so Islam, Muslim, dies und das. Und irgendwann habe ich auch mein Glaube so verloren. Das war auch gut so. Also 2006 bin ich an die Uni gegangen. Und Bachelorstudium habe ich angefangen damals. Und dann habe ich Soziologie studiert, Geografie, Statistik, dann Humangeografie, so Menschen, wie die unterschiedliche Gesellschaften haben sich entwickelt, Bergleute oder Wüsteleute, die Leute, die in ein so Land anbauen, warum es gibt unterschiedliche Lieder. Und das war so faszinierend für mich, Ja. alles das zu studieren. Und dann habe ich auch sehr gute Professor und Professorin kennengelernt. Die waren ein bisschen aufgeschlossen. Man konnte mit denen über zumindest über Wissenschaft reden, über Forschung reden. Vor allem meine Soziologie-Professor, der hieß auch Usman, komischerweise. Und mit ihm
habe ich so auch einen Kontakt gehabt, wodurch ich konnte über Gender Studies und über Frauenrechte und alle diese Bewegungen, habe ich das alles kennengelernt. Und die haben das auch alles so gewusst, was so auf der Welt umgeht, oder haben die eine Genau. eigene Version? Könnte ja sein, ne? Dass Nee, sie. muss ich sagen, das ist sehr unterschiedlich, das ist sehr vielfältig Ja. an die Uni. Es gibt Menschen, die sind sehr aufgeschlossen und dann gibt es auch Menschen, die sind wirklich konservativ in der Sinne von Religion. Genau, deswegen habe ich gefragt, weil es gibt auch bei Professoren, ja, dass sie dann nicht so immer bei den Fakten bei manchen Sachen bleiben, wenn, ja, wenn es gerade so um soziale Sachen geht, dass man dann oft auch vielleicht seine Meinung nur sagt und nicht, was wirklich Fakt dann ist. Und haben Sie dort Menschen getroffen, die schon transgender waren oder homosexuell? Haben Sie da eher Kontakt können? Nee, Auch nee, nicht. auch nicht an die Uni, weil alle behalten das für sich selbst. Ja, Aber ich konnte mich verstehe. in so wissenschaftliche Erklärung haben, was Richtig. das ist. Ich hatte jetzt Zugang zu Büchern, das ich nie hatte. Und Richtig. dann auf einmal hatten wir Internet, Laboratories. Oh ja. Und sobald kam Internet, das war 2007, an unsere Uni auch und wir Ja. konnten mit Google anfangen. Internet Explorer war damals und dann Google hat sich auch jetzt verbessert. Und dann kam 2009 in meinem Leben auch Facebook und 2007, 8, das war auch die Phase, wo habe ich für mich auch endgültig entschieden, es gibt kein Gott. Ja, Ich habe Sie haben sich ja erkundigt. Sie sind ja rum und haben studiert, also gelernt quasi, recherchiert. Was sagt die Religion darüber? Und Sie hatten keine Antwort. Sie haben Nee. ihnen keine Antwort gegeben. Ja, Weitere Fragen gegeben. aber die Wissenschaft hat ihnen Antwort gegeben. Genau, genau, Ja, genau. das ist richtig. Und diese Wissenschaft hatte dann mir gezeigt, ja, okay, es gibt Sexualität, es gibt Mensch mit unterschiedlichen geschlechtlichen Identitäten. Wir haben auch eine konventionelle drittes Geschlecht in Pakistan, aber das ist wie also intergeschlechtlichen Menschen. Ich bin auch damals davon ausgegangen, weil ich wusste das nicht, dass meistens von denen sind intergeschlechtlichen Menschen. Und ich war kein intergeschlechtlicher Mensch. Ich bin auch Wenn Sie nicht. das vielleicht kurz erklären, intergeschlechtlich, was das heißt. Intergeschlechtlich bedeutet, dass eine Person hat die geschlechtlichen Merkmale entweder von beiden Geschlechtern oder Okay. von weder noch. Ja. Und die Genitalienmerkmale sind undeutlich oder nicht klar genug, um das zu sagen, ob das Kind ein Junge oder ein Mädchen ist. Ja, und das sind auch, da gab es ja große Diskussionen, dass man früher immer zu früh diese Kinder operiert hat. Ja, und dass man das eigentlich sein lassen sollte, bis die Kinder dann doch in Pubertät zum Beispiel kommt und selbst das, weil, genau. Ja, das ist wie genitalische Verstümmelung, ehrlich Ja. gesagt. Das sollte nicht passieren. Ja, ich kann das nachvollziehen, warum die Ärzte das damals so empfohlen haben, auch weil man denkt eben halt, dass das Kind darunter leidet, wenn es kein Geschlecht hat, ja. Und aber man hat festgestellt, dass das andersrum eher der Fall ist, dass man Genau. drückt, ne? Das war eben ein Lernprozess, wo man durchgehen musste, ne? Wahrscheinlich, bis man das Richtige tut. Ja, Ja, das das ist stimmt. eine sehr schwierige Sache, auch für Wissenschaft und Ärzte. Man muss das ja erstmal auch analysieren. Was ist der richtige Weg jetzt, ne? Es ist zwar schade für diese Kinder, wo das umoperiert wurde, ja, aber man wusste nicht, was ist jetzt für das Kind wirklich das Beste, ne? Ja, weil die Erwachsenen versuchen immer das Beste für die neue Generation.
in irgendeiner Form, aber manchmal ist es besser, lass die Generation für sich selbst entscheiden, was sie wollen. Ja, Ja. klar. Ich meine, das ist ja. Das Problem ist, dass viele jetzt denken, wenn wir jetzt so darüber reden, dass es gibt immer Übertreibungen. Ja, zum Beispiel in Amerika hat man das ja oft. Das geht schon in den Wahnsinn drüber raus. Ja, es kommt einem vor, als würden die heute entscheiden sie, ja, ich bin eine Frau, morgen sagen sie, ich bin ein Mann oder ich bin eine Pizza oder ich bin, weil, wissen Sie, so irgendwie, es wird wirklich, das ist das Schlimme, ja. Ich meine, das ist eine ganz ernste Sache, ja, für einen Menschen. Und hier geht es um eine Minderheit, die darunter leidet, ja. Und dann kommen irgendwelche, sagen wir mal so Neufeministinnen, die für mir kommt es vor, als wäre das ein Spiel für sie. Sie denken, sie machen was Gutes für diese Minderheit und tun sich selbst so darstellen, ja, ich bin keine sie und ich bin kein er und sie müssen jetzt ihr sagen und zu mir sagen sie ihr, also als wäre sie viele und ja, also. Und das finde ich sehr, sehr schädlich für diese Diskussion und was es gibt. Und ich lehne das auch total ab, ja, weil ich sage, Ja. das ist dem Problem, das kommt dem nicht gerecht, ja. Und ich habe so das Gefühl, dass das hier in Deutschland von vielen Menschen auch so aufgegriffen wird, dass sie nur das sehen, diesen Unsinn, wo manche damit treiben, Genau. ja. Dann sehen die Menschen das und sagen, guck doch mal, was für ein Blödsinn die da alle reden. Und das ist ja auch so. Aber darum geht es den Menschen, ja, die das wirklich sind und empfinden. Die finden das ja selbst, denke ich mal, als Blödsinn. Was machen die? Was machen die da? Ich bin doch nicht morgen so und heute so oder nächste Woche entscheide ich plötzlich. Ja, das ist ja, ja. Ja, das fehlt auch schwer innerhalb Community manchmal, was das ist und was treiben die Leute da rum. Ja. Aber Transsexualität, nicht diese nicht-binäre oder Binärität, das ist ein ganz anderes Thema. Für mich Transsexualität, also ich habe jetzt bis meines 20. Alterjahr erzählt, 21. eigentlich. Und in diesen 4, 5 Jahren, wo ich mich geoutet habe und überhaupt keine Zugangsinformation und ich bin darunter gelitten, ich wusste gar nichts. Und auch wenn ich die Entscheidung, darüber rede ich auch später, wie habe ich die Entscheidung auch getroffen, es ist ein sehr langer Prozess. Richtig. Und um das auch festzulegen, was bin ich? Und wer bin ich? Es ist nicht einfach. Für viele Trans-Menschen kenne ich auch, dass die haben Jahrzehnten gebracht, um das nachzudenken, was sie sind und wer sie eigentlich sind, was für ein Geschlecht sie haben. Und dieses Gefühl, dass ich bin eine Frau oder dieses Gefühl, dass ich bin ein Mann, das kann ich Ihnen auch nicht so einfach erklären, woher das kommt. Ja. Weil für mich wäre das auch vielleicht einfacher gewesen, als Mann zu sein, einfach Kinder zu erzeugen, Familie zu haben, immer in Pakistan zu leben. So, was schädet das als Sunni? Mann, cis, hetero ist, Ja. du hast einfachste Leben. Ja, genau. Ja, du hast nicht so viel Sorgen um sich selbst. Das Ja. musst du nicht immer mit dir selbst tragen. Das ist sehr, sehr schwer. Das verstehen viele Leute nicht. Ja, aber für mich, das war irgendwie, ja, bin ich verrückt? Ist das ein Djinn? Ist das ein Dämon? Was ist das denn? Aber es war nichts. Die Wissenschaft hatte mir, wie gesagt, hat die Antwort gegeben. Es gibt unterschiedliche Sexualitäten, geschlechtliche Identitäten. Und dann habe ich auch mit Transgender-Community, diese intergeschlechtlichen Menschen, mit dem Kontakt gehabt. Und dann habe ich herausgefunden, darunter gibt es biologische Männer.
Ja, genau. Also, ja. Ihr Lieben, ich bin immer davon ausgegangen, ihr seid alle Inter und sie waren, hallo, sind wir nicht. Ja. Und zwar, warum sagt ihr denn, dass ihr seid so drittes Geschlecht? Und ich, ja, das ist unser Geschlecht. Wir sind weder Mann noch Frau. Und ich war so, nein, ihr seid Frauen. Und so, nein, wir sind nicht Frauen. Ja. Und für mich, das war der Streitpunkt, weil in meinem Kopf es ist entweder oder. Ja. Und in deren Kopf es war, nee, es gibt auch ein drittes Wege. Es gibt dieses Geschlecht, es ist drittes Geschlecht. Sie machen ein Geschlecht daraus, dass sie von diesen zwei keins haben. Aber irgendeins möchten sie ja haben, also haben sie ein drittes. Ich kann das nachvollziehen. Ja, ich kann. Ich nicht. Ja, doch, ich kann das schon nachvollziehen, weil man sagt sich ja, irgendein Geschlecht muss ich doch haben. Man muss sich doch positionieren können. Ne? Ja. So dieser Wunsch zu sagen, okay, ich habe das nicht und habe das nicht, aber gut, dann bin ich eben jetzt dann so, dass ich gebe dem einen Namen. Genau, eigentlich genau. Ist es ein Namen nur geben. Aber trotzdem gehen die Leute ja nicht hin und sagen morgen wieder oder die nächste Woche wieder. Ja, okay. Na, das meine ich damit, ja. Also so, solche Absurditäten, was man da alles zu hören bekommt, das ist eher dann Schaden für die ganze Community, ne, wenn man so vorgeht. Ja, das finde ich auch nicht in Ordnung, wenn die Leute sagen, ja, ab heute bin ich eine Frau und dann nach 2 Monaten, nee, jetzt bin ich wieder ein Mann. Und dann nach 3 Monaten dann sagen, ich bin wieder noch und dann, ich bin beides. Und mit solchen Menschen habe ich auch was zu tun gehabt. Ich finde das nicht nur beschädigend, ich finde das auch irgendwie, es gibt Menschen, also ich habe immer noch einen Psychotherapeut. Ich habe mit ihm darüber auch geredet. Ich nenne seinen Namen nicht. So, Schweigepflicht, Bindung haben wir. Ja, genau. Und ich war so, ja, für mich das war Binarität. Ne? Und ich, für viele Menschen, das finde ich irgendwie nicht, verstehe ich nicht. Ich bin niemand, das festzulegen, was für eine Person dem Geschlecht zusteht oder nicht. Aber ich konnte das nicht verstehen selbst auch. Und dann habe ich ihn gefragt und er meinte, sie wissen nicht, wie viele Menschen zu mir kommen, um eine Therapie zu haben, mit der Vermutung, dass sie trans sein können oder dass sie auch nicht-binäre Menschen sein können. Und ich mache Therapies mit denen und dann finde ich heraus, die haben andere Probleme im Leben. Mhm. Und dann suchen sie diese Phänomen, trans sein oder nicht binär sein, einfach für sich raus. Ja. Und dann denken sie, dass wenn sie ihre geschlechtliche Identitäten umändern oder wechseln oder angleichen, je nachdem, was die Leute Wörter dafür haben, dann sind ihre Probleme im Leben einfach weg. Ja. Verschwunden. Und dann sagte er, das ist nicht der Fall. Es gibt klassische Transmenschen, ja. Wie bei mir hat er auch festgelegt, sehr lange hat er gedauert, bis er das eigentlich festlegen konnte. Und dann, ich bin über 5 Jahren bei ihm und er so, ja, sie, und dann kenne ich auch ein paar anderen Transfrauen, Transmänner. Ihr seid Transmenschen, weil ihr steht für ein Geschlecht zu. Richtig. Ihr sagt, wir sind in falsche Körper geboren. Wir müssen diese Körper angleichen lassen. Und sobald diese Angleichung passiert, diese Körperdysphorie oder Genderdysphorie ist dann weg. Ja, ja. Und das stimmt auch so. Genau. Und das ist das, was ich sage. Das andere, was die anderen haben, das ist so Change Personality Change. Ja, ich meine, es gibt auch psychische Probleme mit Menschen, die einfach dann, einfach ihre, das wie eine, ein Wechsel von der Persönlichkeit einfach. Mhm. Gibt es ja, und so machen sie das, um etwas anderes zu überschatten oder zu vertuschen, nicht vertuschen, wie soll, ja, vielleicht doch
nicht mit dem wirklichen Problem sich zu beschäftigen, sondern genau. Sie wollen das wegmachen, indem sie sich mit dem beschäftigen und so. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass es manche gibt, die wollen sich damit in den ins Gespräch bringen. Ja, diese Narzissten so sagen, das ist was, na, ich bin Feminist und du sagst heute bitte ihr zu mir, weil ich, na, das ist so immer im Gespräch sein, sich in den Vordergrund stellen damit. Daran erkennt man das sehr oft, dass das eigentlich, das merkt man. Ja, das ist ein Getus, ja, das ist einfach, aber das ist schädlich. Wie gesagt, das schadet dieser ganzen Community, ne? Weil das ich habe nicht das von heute auf morgen entschieden, ich bin eine Transfrau. Nein, das ist ein Prozess. Gedauert. Das ist ein sehr langer Prozess und sie haben das auch sehr gut erklärt, ja, wie der ganze Vorgang war. Und man kann das aus dieser Erzählung her auch nachvollziehen und nachverfolgen, wie das alles so war. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt irgendjemand kommt noch, ne, und sagt, die muss nur ein bisschen, ne? Also man merkt von dieser Erzählung her, dass man das nicht ändern kann. Auch nicht mit Therapieversuche oder sonst was. Es ist ein Teil von ihnen, das, ja, und das bleibt. Ja, ja. Und wie gesagt, das war so 2008, 2008, da hatten wir auch viele so Selbstmordversuch-Attentäter gehabt in Pakistan. Ach so, ja. Mhm. Und zwei habe ich auch erlebt. Zum Glück bin ich immer noch am Leben. Aber das war dann sehr gruselig für mich. Erstmal alles, was die Wissenschaft und Forschung erklärt, gehört zur Menschheit, akzeptiert Islam nicht. Ich rede jetzt nur von Islam, weil ich bin in Islam aufgewachsen, ne? Also Islamische Republik. Das Religion war oder immer noch ist die größte Religion und herrscht über die Leute auch. Dann diese Selbstmordattentäter, die alle werden in Himmel gehen, 70 junge Frauen bekommen, die auch Jungfrau sind daneben, dann die tun was für Gott. Und das ist ein Gott, so ein Krieg für Gott und von Gott. Das war dann endgültig für mich, dass diese Religion hat so viele Probleme, dass ich kann nicht mehr irgendwelchen Zugang oder auch Identität mit dem haben können. Habe ich das einfach verlassen. Und das war sehr komisch, das sage ich jetzt ganz öffentlich. Ich habe bis jetzt darüber nur in ganz so geheime Freundkreise darüber geredet. Mhm. Ich ging damals auch ins Fitnessstudio. Ich liebe das. Körper sollte fit sein. Kam zurück, habe mitgehört, es gibt noch eine andere Selbstmordversuch im Fernseher, weil das lief auch, Radio und Fernseher lief auch die ganze Zeit. Das bekommt man auch mit. Und dann, das war abends, 18 Uhr, 19 Uhr. Ich habe direkt im Himmel geguckt, oben, und ich war, wenn du wirklich existiert, tu was. Mhm. Weil ich kann das jetzt nicht mehr ertragen, das geht nicht für mich. Ja. Du hast mein Leben sehr schwer gemacht. Und jetzt auch diese Taliban, die jagen uns. Tu was. Ich stand dort, ich weiß nicht, die Zeit hat, es hat so, so, ich konnte das so spüren, dass die Zeit hat sich gehalten. Und irgendwas, jetzt muss Gott mich als Zeichen zeigen. Ich bin da. Du liebes Kind, du solltest überhaupt kein Sorgen machen. Ich bin für dich da. Du redest jetzt mit mir. Nichts. Und dann habe ich ihm gesagt,
Du Hurensohn, du Hund. Jetzt tu was. Ja. Vielleicht ein Blitz, vielleicht Erdbeben, irgendwas. Gib Ja. ein Zeichen, dass du wirklich existiert. Kein Zeichen. Das war der Abend, dass Islam endgültig für mich vorbei war. Ich war so, nee, das ist alles Ja. Geschichte, habe ich alles gelesen. Es gab immer Fragen, 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 Fragen und keine richtige Antworten. Aber Lilith, Sklaverei. ja, Ja, bitte. wir können froh sein, dass der Zufall nicht war, dass es geblitzt hat. Verstehen Sie, was ich meine? Weil so passiert das oft, dass manche Menschen werden erst religiös, ja, wenn sie sagen, ich glaube nur an euren Gott, wo ihr da habt, wenn es da was passiert oder das blitzt oder so, und es blitzt wirklich. Manchmal ist der Zufall ja so, ja. Stellen Sie sich mal vor, wo Sie heute wären, wenn es wirklich geblitzt hätte. Irgendwo, ja. Das, da können wir froh Irgendwo ein sein. Islamwissenschaftler. Und dann Ja. vielleicht hätte ich auch gesagt, Islam ist der allerfeministische Religion auf der Ja. Welt. Er hat zwar einen Blitz woanders gemacht, ja, und falsch, falscher Ort, aber er hat geblitzt. Ja, so ist das. Sklaverei, Ja, Frauenrechte, ja. Erbrechte. Mein allergrößtes Problem waren diese Ungleichheiten innerhalb Gesellschaft und auch zwischen die Geschlechter. Ja. Und dann Homosexualität ist da, überall auf der Welt. Ja. Es Ja. gibt, ja, es gibt Menschen, die einfach homosexuell sind. Punkt. Es gibt Menschen, die trans sind und das von einer Religion verboten zu bekommen, was das ist. Klar. Was bedeutet das? Nee, und das war dann Freedom, wie dieses Lied. Freedom, Freedom. Ja, genau. Das war doch wie ein so ein Ausatmen, so ein Seufzer, wo man Ja. jetzt ich bin frei davon, ne? Es Ja, ist und gut. dann Ja. ging ich nie zur Moschee, dann war Freitag, Bet war dann vorbei, keine Fasten mehr und ja, dann war es einfacher und dann habe ich auch angefangen, so das Leben zu genießen. Dann konnte ich auch so meine Trans-Gruppe gehen und dann mit denen auch vieles austauschen. In, Ja. wir reden jetzt noch von Pakistan, ne? Ja, Sie sind wir jetzt reden noch immer in noch von Pakistan. Pakistan. Ja, aber das war jetzt die Zeit in der Universität in Pakistan und jetzt waren Sie aber nicht nur Transfrau, jetzt sind Sie auch noch Atheist. Das ist ja jetzt doppelt Ja, es ist schlimm, eine ja? doppelfache Schwert. Genau, und jetzt Doppelseitige. aber. Sie konnten, Sie haben gesagt, Sie konnten jetzt besser leben. Ja, aber Also, ich musste jetzt nicht Vorschriften folgen. ja, Sie mussten nur, genau, das ist das, wo ich raus möchte, ja. Dann sieht man mal, wenn man schon mal davon abgelassen hat, von diesem Druck, das ist ja in dem Moment. Die Religion ist ja keine Hilfe für solche Menschen. Das ist ja nur ein Druck. Und dass die Gefahr, dass sie wissen, dass sie kein Ramadan mehr feiern werden, sie werden das alles nicht machen, das ist für sie alles kein, diese Gefahr, das ist ja auch eine Gefahr, das Ja. interessiert sie nicht, das ist nicht schlimm mehr. Sie haben viel schlimmere Gefahr Genau. gehabt durch allein den Einfluss von Religion und was das aus ihnen gemacht hat, dass das Peanuts ist, ja. Ja. Und dann passen sie eben auf an Ramadan, dass keiner guckt, ja, dass sie niemanden begegnen, fertig. Man muss vorsichtig sein. Das sind sie ihr ganzes Leben lang schon gewesen, ne? Ja, ich bin immer vorsichtig Genau, gewesen. das sind sie gewohnt. Aber das eine, was weg ist, ist der Druck von Religion, der ihr Leben so miserabel
ne, leben lassen hat, also auch im Stich gelassen hat für sie persönlich. Ja, ja, wie gesagt, ich habe einmal nur einen Fehler gemacht, dass ich habe mein Kindheitfreund Usman vertrauen sollte. Ja, genau. Er hat dieses Vertrauen eigentlich gebrochen und seitdem, ich war immer vorsichtig, mit wem soll ich reden, ich denk, worüber soll ich reden. Also sehr, sehr so klar geworden für mich, dass diese Welt ist sehr gefährlich. Genau, und das haben sie natürlich auch dann schon gut gekonnt. Das ist also später, ja, wenn man denkt, ja, jetzt sagt Lilith sagt jetzt, ja, jetzt war gut und so, aber sie war trotzdem in Gefahr. Aber das war nicht so schlimm, weil das sind sie gewohnt gewesen, aufzupassen. Ja. Ich musste mich anpassen lassen, ja. Wenn jemand hatte mich gefragt, ja, okay, warum machst du nicht Ramadan? Ja, ich habe so Magenprobleme. Ja. Genau. Wer würde das überprüfen? Richtig, keiner. Ne? Man hat Übung. Ja, ja, und dann meine Mama war einzige, sie war, du bist jetzt nicht mehr religiös. Ich war, ja, Mutti, ich muss was anders tun. Also, ja. Was denn? Ich war, ja, ich treffe mich mit Freunden. Ja, ich bin mir sicher, du trinkst jetzt auch und du rauchst jetzt auch, du machst was Falsches, tu das nicht. Ja. Ich will nicht von dir enttäuscht werden. Ich war so, ja, das würde ich nicht machen. Ich versuche mein Bestes. Und naja, die war lieb. Also damals hat sie wirklich Sorgen gemacht. Ja, mein Kind war religiös, war sehr nett und alles. Und jetzt ist nett, aber nicht mehr religiös. Vielleicht ja, geht mein Kind jetzt in die Hölle, weil das war die Sorgen, dass sie gemacht hat. Genau. Und ich habe ihr geklärt irgendwann, ich war damals auch in Pakistan, weil da hat sie mit mir wirklich Streit gehabt, weil ich wollte nicht beten gehen. Und das war diese Festbeten, weil die Zuckerfestbeten. Ja. Ich habe gesagt, ja, das ist alles Quatsch, lass mich schlafen. Ja, genau. Ich habe heute so Feiertag, lass mich so ausschlafen, Mama. Ja. Sie meinte, nein, du musst in die Muschel gehen. Das war ganz früh morgens, um 6 oder 7. Ich meine, man kann sich ja schon irgendwie da reinversetzen in die Mutter auch, weil sie ist ja wirklich gläubig. So, und wenn man sich jetzt vorstellt, sie ist ja kein Atheist. Sie hat ja diese Erleuchtung, die Atheisten haben, ja, hat sie ja nicht bekommen. Ja. So, und sie lebt unter diesem Druck, unter dem sie jahrelang gelebt haben. Und sie glaubt wirklich daran, dass ihnen Schlimmes passiert, wenn sie, das ist, ne? Kann ich mir schon vorstellen. Und wie sie leidet darunter für sie, was passiert da alles jetzt dann mit meiner Tochter, wenn sie das und das macht? Wie wird sie ihre Strafe, welche Strafe wird sie? Wie schlimm ist das eigentlich? Ne? Ja, die Vorstellung von Hölle ist, mein Gott, ist es voller Feuer, es gibt Dämonen, es gibt so viele unterschiedliche Strafmethoden, die ausgeübt werden. Ja, ja. Von geschmolzene Eisen bis zu ich weiß nicht was noch. Es gibt alle Geschichten. Nee, dann habe ich ihr so einmal dann gesagt, Mutti, komm, lass uns darüber dann reden. Ja. Mhm. Das ist eine Sache, das passiert nicht in unserer Kultur. Lass uns diskutieren, lass uns über Sachen reden. Und sie war, nein, du gehst in die Mische. Nee, wir müssen jetzt reden. Du sitzt hier bei mir. Und dann habe ich die Frage gestellt, was weißt du über deine Religion? Ja, Gott ist Liebe, wir sind alle so Muslimen, wir müssen glücklich sein, dass wir Muslimen geboren sind und wir werden alle auch in Paradies gehen, in Himmel und dann dort wäre alles so gut, aber dafür müssen wir beten und fasten und nie leugnen und so Gott folgen. Was hat er für uns auch vorgestiftet? Und ich habe mir gesagt, wie hast du diese Religion das mitbekommen? Wer hat diese Religion mitgebracht? Wer Mohammed? Und was weißt du über Mohammed? Ich war, ja, der war unser Prophet. Ich war, ja, und? Ja, Gott hat mit ihm gesprochen.
durch Gabriel, diese Engel. Engel, ja. Und ich war, ja, okay. Und dann hat er uns Koran mitgebracht und dann, ja, wir folgen Koran. Ich war, ja, und was weißt du über Mohammed noch? Ja, der war Prophet. Ich war, noch was? Ja, das war's. Ich habe gesagt, weißt du, er hatte ein 9- oder 6-jähriges Kind geheiratet? Das wusste meine Mutter nicht. Also sie kannte auch diese Hadithe, das sind doch Nein. die Hadithe, nicht? Das kannte sie gar nicht, ne? Nein, sie ist so bis zur 3. Klasse in die Schule gegangen und danach Ja, nicht mehr. okay. Und für sie, das war ein Schock. Wie bitte? Was meinst du? Ich war, ja, es steht in Ahadith, dass der Prophet hat ein minderjähriges Kind geheiratet. Ein weibliches Kind. Nein, das kann nicht wahr sein. Sie war unter Schock. Ich konnte ihr Gesicht sehen. Sie war so enttäuscht, hatte null Ahnung, was sie sagen soll. Und ich war, nee, das ist eine Lüge. Ich glaube dir nicht. Ich war, Mutti, das steht in der Hadith. Das mache ich nicht von mir selbst. Und ich glaube das auch nicht. Aber die Leute, die mit minderjährigen Kinder heiraten, und es gibt Leute, die machen das. Die bringen diese Ahadith vor Genau, ja. als Beispiel und sagen, weil der Prophet hat das gemacht, ist es uns erlaubt, das auch zu machen, weil er sei das beste Beispiel für die Menschheit. Genau. Und sie war, nein, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Ich glaube das nicht. Ich war, nee, du hast auch ein Kind. Meine kleine Schwester. Ja. Würdest du sie mit einem 50-jährigen Mann heiraten? Sie war, nein, ich würde ihn umbringen. Ja, Wie aber es kann gibt ein Frauen. 50-jähriger Ja. meine kleine Tochter heiraten will? Das geht nicht. Dann weiß ihre Mutter auch gar nicht, dass es Mütter gibt, die das ihre Kinder praktisch wie, das ist wie ein Verkauf schon, ja? Habe ich ihr erzählt und sie war. Ja. Ich wusste das nicht. Was treibst du in die Uni im Moment? Was liest du da? Ist auch Das ist Teufelskram, die Uli, alles, ne? Die ja, Bücher, alles Teufelskram, ja. alles Teufelkram. Und ich habe wirklich mit ihr Streit gehabt darüber, dass ich jetzt nicht Ja. mehr gläubig bin. Und sie war enttäuscht, sie hat geweint, sie war ja, du gehst jetzt auf jeden Fall in die Hölle. Du musst wie nennt man das auf Vergebung bitten, dass Ja. Gott dich vergibt. Und ich war so, bitte, ich brauche diese Vergebung nicht. Ich brauche dieses Gott auch Ja, nicht. Lass mich. und ihre Mutter, die hat jetzt aber auch nicht so, dass sie gesagt hat, ich muss da jetzt mal nachforschen. Oder war das auch schon Sünde, wenn man das macht? Nachforschen, gucken, recherchieren. Ihre Mutter hat das nicht gemacht, ne? Sie hat das nie gemacht und Das, weil sie kann ja. nicht so richtig gut lesen und Ja. auch nicht so gut so Zugang zu Büchern hat. Das ist natürlich schwer, ne? Und kommunizieren kann man das ja auch nicht mit den Nachbarn, mit den Freunden, wenn man plötzlich sagt, Nein. hör mal, meine Tochter hat so und so gesagt, stimmt das? Oder ja, kann ich mir gut vorstellen. Nein, gar nichts. Das geht nicht. Und dann, das war so ein kaltes Krieg zwischen uns. Einmal hat sie mich auch so, damals war es, ja, als ich 24 war, dann hat sie auch versucht, mich so schlagen. Ich habe ihre Hand dann angefasst und ich habe gesagt, jetzt geht nicht mehr, Mutti. Ja. Ich bin ein erwachsener Mensch, das erlaube ich jetzt nicht mehr. Was sagst du? Du erlaubst das nicht? Ich bin deine Ja. Mutter. Ich war so, und dann? Genau. Ist Du nichts bist mehr. meine Mutter, aber das bedeutet nicht, dass du hast recht jetzt, dein Wut auf mich auszuüben. Ja. Hallo? Ich habe eine Frage. Bei uns gibt es ja, weiß ich, bei den 10 Geboten, du sollst Mutter, Vater und Mutter ehren. Gibt es das bei euch auch? Ja, nein. Daher kommt das nämlich. Darum haben die Eltern sich das auch alles rausgenommen, was sie tun können mit ihren Kindern. Dass die Kinder sind auch irgendwie, wurden die früher wie Sklaven gehalten, ne? Das ist, daher kommt das. Ja, dass man Mutter und Vater auf jeden Fall ehren muss. Also meine Devise heute ist ja, sie müssen sich das aber auch verdienen.
verehrt zu werden, ja? Du kann doch nicht jemand, bloß weil er jetzt halt mein Erzeuger ist, ja, können die Leute sagen, ja, du musst mich dafür ehren. Das ist ja wieder ein Ehrenkult, sowas, ja? Ja. Ja, genau. Nee, diese ganze Ehre, das ist eine Ehrenkult. Und dann sagte meine Mutter, Gott sagt, dass Paradies ist unter den Füßen von Mutter. In Islam ist es so, ne? Die sagen das auch, ihre Kinder, die ganze Zeit. Und der Vater sollte der Tor von Paradies sein. Und das bedeutet, wenn du die Paradies eintreten willst, dann musst du deine Eltern auf jeden Fall ehren. Ja. Du musst sehr nettes, liebes und ganz ordentliches Kind sein soll. Und egal, was deine Eltern zu dir sagen, du musst immer zuhören und auch das tun, was sie sagen. Und das finde ich nicht in Ordnung. Und das war dann hart für sie. Das war wirklich hart für sie. Das war wie ein Anschlag für sie. Und sie war, das geht nicht. Das geht nicht. Du lebst jetzt nicht unter diesem Dach mit mir. Ja, sie haben Streit gehabt. Ich kann mir das vorstellen, weil sie haben die religiöse Tradition gebrochen, ja? Dass sie haben die Hand festgehalten, obwohl sie gedacht hat, ich darf mein Kind züchtigen, wenn es nicht gehorcht. Ja. Und das war dann nicht mehr der Fall. Und sie war dann enttäuscht. Und naja, und dann war sie, ja, geh weg von meinem Haus. Du darfst hier jetzt nicht mehr leben. Und ich war so, okay, gut, aber ich verdiene das Geld. Ich arbeite daneben auch, Mutti. Willst du kein Geld mehr von mir haben? Also das war eine Erpressungsmittel von mir auch, aber man muss seine Wege finden. Ne? Ja, aber sie hat vielleicht auch gedacht, dass sie gar nicht gehen dann und dass sie sich dann vielleicht, ne, wenn sie sagt, jetzt musst du rausgehen aus meinem Haus und dass sie sich das dann überlegen. Ja. Das war schiefgegangen. Ne? Dann war sie, ja, okay, dann geh weg. Und hat sie angefangen zu weinen, ich bin deine Mutter, ich habe dich erzogen, ich habe dies gemacht, ich habe alles für dich so Opfer gemacht und bla bla bla. Und ich war so, okay Mutti, tschüss, dann sehen wir uns vielleicht nie wieder. Und dann, nein, das meinte ich nicht. Ja. Dann hat sie mir gesagt, wieso bist du so stur geworden, du warst nie so. Das war ein Schock für sie. Ich verstehe das, aber für mich, das war dann, wie nennt man das auf Deutsch? Ich hatte die Schnauze voll. Hallo? Ja, ich bin nicht ein Boxenbox. Ja, es wundert mich auch, dass, wenn man sich jetzt überlegt, diese Frau, ich sage ihr immer auch diese Frauen im Islam, ja, es gibt Frauen, die führen das auch tatsächlich aus, was man von ihnen verlangt. Und sie haben sich damit arrangiert und sie leiden auch nicht so sehr darunter, weil sie haben sich arrangiert. Und dann gibt es natürlich auch die anderen Frauen, wo selbst Gewalt erfahren und so und die das auch nicht so weitergeben, so an ihre Kinder oder so, ja. Aber wenn eine Mutter das dann macht, dann steht sie ja auch irgendwo. Ich meine, wie kann man gerne sein Kind schlagen, ja, das muss, ich weiß nicht, vielleicht heute sitzt ihre Mutter da und sagt, wie konnte ich das eigentlich, warum, wie konnte ich das tun? Ja. Auf der einen Seite spricht man mit aus Liebe, ja, und auf der anderen Seite tut man aus Liebe das Kind, tut man, ist unverständlich irgendwie. Für uns Atheisten ist das unverständlich, muss man dazu sagen. Für Religiöse ist das, sagen die ja oft, auch Christen, Fundamentalisten, ja, die sagen das auch. Das ist das, ich muss mich da überwinden, ich muss das tun. Ne? Ja, weil es ist so beigebracht. Und wann haben Sie sich eigentlich, also Sie haben jetzt dann da die Universität und es kam jetzt eigentlich eine schönere Zeit für Sie. Sie haben sich selbst alles so genießen können. Ihr Wissen wurde gefüllt mit Fakten, mit Historie, mit allem. Sie konnten, es war wie eine offene Welt plötzlich für sie, die sich aufgemacht hat.
Ja. Es war wirklich sehr, sehr schön. Und also als ich 24 war, ich habe auch an der Uni Schluss gemacht. Dann habe ich angefangen zu arbeiten als Lehrerin damals von Geografie und Geschichte. Und also quasi raus, Ja. hauptamtlich und auch Vollzeit. Aber da kam, ich kann mich so entsinnen, ich weiß nicht, ob das die Zeit war, aber dass tatsächlich in Pakistan Schulen Attentate gemacht wurden. Ja. Liege ich da richtig? Also ich kann mich so dunkel daran erinnern, dass das so, dass sie speziell Schulen auch angegriffen haben, ne? Ja, Also so. das war es ab 2007. Ja. 6 war auch dabei, aber 6 war nicht so heftig, denn 2008 war sehr heftig für uns und 2009 auch. Genau, das war so die Zeit, wo ich, sagen wir mal, aufmerksam geworden bin darauf, überhaupt auf die ganze, Geschichte, ne? Ja, Wo ja. ich, ja. Und wann sind Sie dann gegangen? Oder was war der Grund, dass Sie, aus Pakistan rausgegangen sind? Dazu komme ich. Ja. Dann, also wie gesagt, 2010, so Uni-Abschluss, dann habe ich Jobs gefunden. So morgen war ich in die Schule und abends dann ging ich in diese Hochschule. Ich habe auch Englisch gelehrt, abends. Und dann, so jetzt hatte ich neuen Freundkreis, neue Menschen kennengelernt, neue Kollegen. Und da fand ich das noch schwerer, dass irgendwie Uni war sowieso ein Schutzraum. Viel Wissenaustausch. Aber in dieser Schule, es war auch eine Schule von Armee. So von pakistanischer Armee eigentlich gegründet und die hatten auch immer so irgendwelche Journal oder Colonel als Schulleiter. Okay. So alle pensionierte Menschen. Und da war es auch wiederum Islam der Hauptkern. Islam, wir müssen unsere Kinder durch Islam erzeugen, durch Pakistani sein erzeugen. Und für mich das war sehr, sehr unangenehm. Vor allem, wenn es um Geschichte geht, man kann nicht die Geschichte verleugnen. Es waren Ägypter, die hatten Götter. Es waren Hindus, die sind immer noch da, die haben Götter. Es war nur Judentum irgendwann, die hatten auch früher Götter gehabt. Danach haben sie gesagt, ey, es gibt nur einen Gott. Dann Christentum hat Gott Vater, Gott Sohn und Gott Maria oder Gott Heilige Geist. Heilige Geist Ja. gemacht. Dann waren die Mohammedans. Islam ist so ein Neubegriff. Ja. Die waren eigentlich Geschichte nach Mohammedans. Und die waren ja, wir folgen Mohammed und seine Religion. Und das war nur ein Gott. Und Buddhisten haben gesagt, es gibt keinen Gott. Das ist doch auch eine Religion, aber ohne Gott. Also, naja, und das war dann für mich, die Geschichte zu lehren, war sehr, sehr schlimm. Es war auch ein paar Mal Probleme gehabt. Wir hatten so Eltern- und Lehrer-Meetings gehabt und dann kamen ein paar Eltern zu mir und sie haben gesagt, ja, aber sie lehren, dass es gab Götter. Sie wissen, dass es gibt nur ein und einzelne wahre Gott. Ich war, Ja. ja, für Muslimen. Nee, für alle. Ich war, nein, Muslimen ja, aber nicht für alle. Für Christentum es gibt drei Götter. Für Juden gibt es auch einen. Da haben wir mehr ähnliche Sachen, als man denkt. Und auch beim anderen Religionen, es gibt Götter oder Geister. Und das müssen Sie auch verstehen, ich kann die Geschichte nicht einfach anlügen. Ja, aber sie haben irgendwas gesagt, dass die waren auch Götter von denen und die haben auch gebetet. Ja, ich war. Ja, hallo? Die waren Götter. Dann sollen sie auch Schulleiter sagen, dass wir müssen nicht diese Bücher hier eigentlich so lehren lassen. Nein, die sind von Oxford Verlag. Die sind die besten Bücher. Ich war so, ja, dann müssen wir die besten Bücher auch lehren irgendwie. Ja. Also, so Kleinigkeiten, das ist eine Ja, sehr ja, kleine ja, Sache. ja. Für Deutschen, das ist Unsinn, muss ich sagen.
Aber für die Eltern, das war, nee, sie mussten unsere Kinder auch die Geschichte durch Islam lehren. Ich war, Naja. nein, nein, das ist Geschichte von Welt. Und zum Glück in dieser Schule gibt es dieses Buch. Ja. Lassen Sie mich das so lehren, wie die ist. Naja, und dann auch bei diese Sachen, wie zum Beispiel, ja, warum gehen Sie nicht beten? Die haben wieder gefragt, dann meine Kollegen, warum heiraten Sie nicht? Sie sind schon 24 Jahre alt, Sie sollen sich heiraten. Haben Sie schon ein Mädchen gefunden, eine Frau gefunden? Ich war so, ja, das ist sehr nett gemeint von Ihnen, aber ich interessiere mich für diese Sachen im Moment nicht. Das war auch die Wahrheit. Ich Ja. habe mich für sowas nicht interessiert. Dann einmal hatte ein Kollege zu mir gesagt, der war Minderheit, so christlich geprägt. Sie sind immer nett zu mir. Sie essen auch in den gleichen Teller von mir. Manchmal, wir hatten auch so diese Lunchbreaks gehabt. Ich habe auch unser Essen ausgetauscht. Ja, ich finde, dein Essen ist besser als meins. Wäre Ja. das okay für dich, wenn ich das auch habe? Und der war, Sie sind immer nett zu mir. Wieso? Sowieso nicht. Ja, die anderen, die essen mit mir nicht. Das ist eine Schule. Die Leute reden von, ja, wir müssen gleichberechtigt sein, wir müssen alle Leute so behandeln, wie wir auch behandelt werden wollen. Ja. Sehr gut. Und wenn viele Leute, die nach Deutschland oder nach Europa kommen, dann sagen sie auch, wir brauchen diese Gleichberechtigung auch unter Minderheiten. Sehr gut. Aber in ihren eigenen Ländern, in eine so gebildete so Nachbarschaft, wo diese Schule hat einen sehr guten Ruf. Ja. Da die Kollegen mit einem anderen Kollegen nicht zusammen auf dem Tisch sitzen und essen, weil er christlich ist. Ist das so eine, war das so eine Vorzeigeschule auch für andere Länder, die vielleicht da sehen sollen, wie fortschrittlich diese Schule in Pakistan ist? War das Ja, so eine Schule? kann man sagen, so was für eine Schule, dass die Schule ist so super. Ja, und aber innen drin ist trotzdem noch diese Leftovers, sagt man ja, so Ja. von diesem Islam. Es muss erhalten bleiben. Es muss irgendwie, man kämpft darum, dass, ne? Ja, es muss weiterleben, ne? Islam Ja. muss weiterleben, auf Ja, jeden Fall. genau. Nicht die Menschen, aber Islam. Ja. Naja, dann war es mir auch klar geworden, 2011, als Gouverneur Salman Taseer von seinem Wachdienst ermordet wurde. Und dann habe ich auch die Leute erzählt, in meinem Freundkreis, auch Kollegen, ich finde das sehr schlimm. Das hat dieser Mann nicht verdient. Und dann meinten sie, nee, das hat er verdient. Er hat Blasphemie oder Gotteslästerungsgesetze, schwarze Gesetze gesagt. Wie kann er das nur behaupten und vermuten, das zu sagen? Wie hat er das gewagt? Ja. Das ist so eine Sünde und Ja, dafür ja, muss ja. er auch büßen und mit seinem Leben. Ja. Da war mir klar, Mensch, verlass dieses Land sofort wie möglich. Ja. Jetzt verlass dieses Land und geh woanders, wo du deine Gedanken auch Ja. in Publikum sprechen kann. Du weißt so viel. Du versuchst die ganze Zeit in den letzten 5 Jahren irgendwie das auch zu verstecken. Ja. Wie deine Sexualität. Du hast alles hier gemacht, irgendwie sich anpassen zu lassen in dieser Gesellschaft, aber diese Gesellschaft kann dich nie akzeptieren. Sobald du mit deinem wahren Gesicht rauskommen würde, ist es Ende für dich. Das war klar, das war 98%. Es war nur, sage ich mal, ich hatte so 100 Menschen in meinem Phonebook.
Ich habe alle SMS geschickt, ja, ich finde das schlecht und schlimm. Ja. 98 haben gesagt, er hat das verdient. Ja. Und ich sehe jetzt gebildete Menschen. Ja. Ich bin jetzt nicht mehr auf dem Bauernhof. Ich lebe jetzt in die Großstadtteil. Das war damals ein Bauernhof, ein Land, ein Dorf. Meine Kollegen sind universitätgebildete Menschen. Ja. Meine Freunde sind mindestens Abitur, Abschlussfreunde. Ja. Mindestens. Weil das ist auch eine Sache von so Klassismus, was auch immer. Ja. Dass die gleiche Klasse auch sitzt miteinander. Birds of same feather flock together. So das war die schlimmste Nachricht für mich. Ja, das glaube ich, das kann ich verstehen. Ich wollte so sehr, dass der Gouverneur, der sollte mein Uni-Abschlusszeugnis eigentlich auch unterschreiben. Das schreibt er auch. Ja. Heutzutage, bis heute. Das ist eine Tradition von Briten damals gegründet, dass der Gouverneur immer die Abschlüsse von Uni unterschreibt. So Zeugnis. Und das ist leider nicht gelungen. Und dann war es für mich auch klar, nee, ich muss irgendwie mich weiterhin beschäftigen mit diesem Plan, wie gehe ich weg von diesem Land. Wird Lilith das Land so schnell wie möglich verlassen können? Und vor allem wie? Hören Sie in Teil 3.